Seid ihr into it? Who is that Pokémon? No way for you! Ja, früher war das wirklich schlimm. Da hattest du ganz, ganz viele Spieler, die waren irgendwie Platin 1 teilweise und haben sich dann mit Funnel, Duke, Q-Abuse bis Master, Grandmaster hochgespielt. Das war wirklich schlimm. Okay, wir haben... Oh, holy shit. Insanes Team hier. Insanes Team. Völlig guten Spieler. Und Obsess. Nuno Ben, Samon. Alles klar, ich hab dich. So, nehmen wir den Nuno mal raus, ey. Ich habe immer noch keine LEC-Angebote. Könnt ihr euch das vorstellen? Dass ich immer noch keine LEC-Angebote bekommen habe, obwohl ich stets bemüht war. Wir haben auf jeden Fall genug Magic Damage. Das heißt, wir können hier Midlane Plank spielen. Oh, nevermind. Nevermind, Bösch. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass das bei den NA-Influencern aber viel geiler ist bei den Rift Rivals, ne? Weil die trainieren im Vorfeld gegeneinander. Ich meine, die können kein League of Legends spielen. Aber das ist egal, weil die machen davor Trainingsspiele. Das ist schon sau cool, wie die das machen. Und im Endeffekt ist dann halt egal, ob die halt spielen, also wie die spielen. So. Und die machen jetzt auch Scrims und sowas. Ja, ist richtig geil, ne? Mark Biker, danke dir auch für den Support. Das Geschenkabo von Riot Games verlängert. Oh! Ich habe gerade 100 Abos verloren. Okay, da ist gerade das rausgegangen von Riot Games, oder? Direkt ins Herz hier. Da schaust du auf dein Dashboard und plötzlich verschwinden 100 Subscriber. Eieiei. Einfach so, klack, alle weg. Shit. Wer schenkt 100 Abos? Riot Games hat 100 Abos rausgehauen. Naja, im Übrigen heute, 2 Uhr, McFit Lime. Ja. Wenn ihr trainieren möchtet, wir reden über League of Legends. Ne? Keine anderen Gesprächsthemen erlaubt. Es darf niemand mit einem Body Mass Index unter 25 mit trainieren. Es darf niemand trainieren, der versteht, wie die Übungen funktionieren. Und niemals direkt Augenkontakt halten. Ne? Ich schaue auf den Boden und ihr schaut auf den Boden. Kriegen wir. Ne? Gar kein Problem. Das klingt genau nach meinem Training. Ja, das ist das komplette Alibi-Training ist das. Aber es macht tatsächlich Spaß. Also ich habe mich so gut gefühlt gestern nach dem Training. Aber ich habe kompletten Muskelkater. Das heißt, heute gehe ich für ein richtig schön entspanntes Training. So, wenn wir jetzt die Runde noch gewinnen würden, dann wären wir wieder kurz vor 400 LP. Und morgen geht es ja dann erst richtig los mit den LP-Gains. Ist Zero Knock-Up Yasuo? Nee. Real-time. Wir haben super viel Magic Damage, das heißt, wir brauchen auf jeden Fall AD halt. Ich glaube, Ezreal ist ziemlich terrible gegen Caitlyn, aber ich habe halt keinen anderen AD-Carry, den ich einigermaßen spielen kann. Atox soll Relaxo-Lizenz gönnen. Ich glaube, dass du dich bei einer Relaxo-Lizenz bewegst, dich wahrscheinlich schon im sechsstelligen Bereich, oder? Würdest du in der LEC mitspielen, wenn du attraktive Angebote bekommen würdest? Nein. Streamen ist das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist. Und ich würde das für nichts eintauschen wollen. Egal, was das ist. Also auch wenn die mir in NA eine Million im Jahr bieten würden, würde ich nicht gehen. Das wäre es mir nicht wert. Weil ich bin mir relativ sicher, dass ich mittlerweile Streamen vielleicht noch ein paar Jährchen machen kann. Das würde ich ungern missen wollen, muss ich sagen. Warum dürft ihr auf YouTube das Relaxo und die Anime-Ausschnitte nutzen? Ja, solange du das nicht zu Merch machst, also nicht kommerziell nutzt, sondern ist das okay. Du wirst ja sehen, dass zum Beispiel auch viele, also es ist halt eine Grauzone. In Wirklichkeit, die könnten das schon einfordern und dich striken, machen sie aber nicht. Weil das halt nicht wirklich kommerziell genutzt ist, weil da nicht irgendwelche Gegenstände erstellt werden und verkauft werden oder Tickets verkauft werden oder was weiß ich. Deswegen sind die da zum Glück kulant. Ne, sie könnten schon, aber sie machen es nicht. Was ist denn, wenn sie dir ein Angebot machen, indem du in deiner Freizeit zum Streamen kommst? Wie stellst du dir das vor? Pro-Player, bei der du Freizeit streamen kannst? Also wenn du als Pro-Player Freizeit hast, dann machen die was falsch mit ihrem Team. Das kann ich dir aber versprechen, dass die was falsch machen. Nimm an, der Fiddle wird gleich... Hat er Ignite? Ich habe keinen Heal. Wir müssen sehr vorsichtig sein hier gerade. Ich bin mir auch relativ sicher, dass der hat noch nicht geheilt, oder? Das war ja cool. Wenn du ein Minion lastetest, dann werden die instant gestunt. Wow, okay, das ist cool. Wow, wie sich der noch geheilt hat hinten raus, ey. Nee, das war super bad. Ich hätte nicht so nach hinten hüpfen dürfen. Und ich hätte den Spell auch auf jeden Fall auf den Links werfen sollen. Das war mein Bad, ne? Also jetzt wäre viel besser möglich gewesen. Nein, die versuchen reinzupushen. Also kurze Erklärung, was ist da passiert? Die müssen reinpushen, weil ansonsten die Wave schlecht für sie steht. Und ich will natürlich nicht, dass sie reinpushen. Ich muss die Wave noch pushen, ja. Ja, das ist jetzt auch wieder risky von mir, ne, im Übrigen. Das ist jetzt genau dasselbe Situation, wie die gerade hatten. Aber wenn es klar, dann haben wir unseren Sheen ready. Und dann sind wir ein Big Boy Ezreal. Also was wollte ich erklären? Genau, die müssen die Wave pushen, weil die natürlich nicht wollen, dass wir freezen können. Das ist genau genug für Sheen, ja. Dann nehme ich mit, das ist 20% Movement Speed, ne. Ist immer sehr gut, wenn ihr seht, dass die Senna das einsetzt für die Lane. Jetzt habe ich
Habe ich den Gedanken ausgeführt, warum ich das gemacht habe? Also, dass die Wave die pushen müssen und die verhindern, dass sie die pushen, setzen damit die Möglichkeit auf Freesaw und deswegen werden sie overextend, weil das so ein großer Nachteil ist ansonsten. Ich hoffe, das habe ich so ungefähr in die Richtung gesagt. Ich habe geintet. Alter! Ich hätte moven sollen, I guess. Ich hätte gerade nicht rein-ehen dürfen. Was denke ich mir denn dabei bei der Move? Also ohne Scheiß, was denke ich mir denn bei so einem Move? Was denke ich mir denn dabei? Mann, ey. Also immer noch alles okay. Fiddle hat jetzt allerdings Ulti ab. So, sehen wir uns das hier schnell. Dann müssen wir gucken, wie wir weitermachen. Ja, wir sollten eigentlich halt super weit ahead sein, aber ich habe ziemlich getrollt. Sehen wir uns das hier schnell. Dann muss ich wahrscheinlich gleich nochmal resetten. Oh. Nächstes haben wir bald den Ezreal Power Spike, wo ihn jeder Depp spielen kann, aber ich bin zwar diesmal nicht so schlimm wie sonst. Der Top-Laner von denen, wie kann man denn als Ryze gegen Trinder mehr verlieren? Achso, der hat den probiert zu diven. Weil normalerweise, ich meine klar, wenn du da mal ahead, behind bist, klar, aber davor sollte das sehr schwer sein, oder nicht? Da hätte ich wahrscheinlich nicht unbedingt auf den Ping von der hören sollen. Da habe ich nämlich nicht dran gedacht, ah, halt doch mal, da ist ja noch der Fiddle hat ja seine Ult gar nicht benutzt. Das ist natürlich auch wieder my bad, ne? Der so gern guter AD Carry, das ist so eine geile Rolle. Das ist einfach so eine geile Rolle, AD Carry. Also sie ist so schwer, wirklich richtig zu machen, ne? So leicht Fehler zu machen als AD Carry. Weil man ist halt wirklich sehr, sehr squishy. Und wenn man was falsch macht, dann ist man ja instant tot. Gott, haben wir dann weggeintet, wir zwei, ey. Gott, was das wäre. Ah, zum Glück, ja. Oh. Wie viele Traps sind da noch? Ja, er heilt sich, 100. Ja, okay, das kann ich auch nehmen. How many Traps do you have? Ja, gute Frage. Ich sag euch, Leute, AD Carry schwerste Rolle überhaupt. Nach Midlane und Jungle und Toplane und Support. Aber dann ist die schwerste. Junge, bist du am Enden? Ey, ich bin komplett überhaupt. Es ist bei mir immer auf AD Carry so. Ich weiß, es ist furchtbar. Das ist, glaube ich, auch zum Zuschauen für den richtigen AD Carry Main schwere Kost. Kann ich mir echt vorstellen. Das ist schon schwere Kost. Aber es ist halt einfach. Es ist halt leider einfach so bei mir auf AD Carry. Es ist die eine Rolle, die ich nicht kann. Tatsächlich, auf allen anderen Rollen habe ich irgendwas, was ich zumindest halbwegs spielen kann, oder? Nice. Rampage. Eigentlich, also der eigentliche Plan, jetzt mal kurz, ne? Der eigentliche Plan wäre jetzt natürlich gewesen, ich hüpf rüber, treff instant alle meine Spells und flash sofort zurück. Und dann sage ich GGEs. Und ihr denkt, ich kann AD Carry spielen. Also so sah das in meinem Kopf aus, das Play. Nur mal zu verständlich machen, wie sieht sowas eigentlich in Fredericks Kopf aus, playtechnisch? Warum spammt man als Ezreal seine Ult immer? Weil das Q von Ezreal praktisch die Ult resettet von ihm. Das heißt, jedes Mal, wenn du ein Q triffst, ne, schau mal hier, 18 Sekunden, 17, ne? Jetzt triffst du ein Q. Und dann kriegst du, ich glaube, 1,5 Sekunden oder was das ist, ne? Steht wahrscheinlich drauf. 1,5 Sekunden, genau. Und das heißt, jedes Mal, wenn du ein Q triffst, 1,5 Sekunden weniger. Und dann kannst du die ganze Zeit halt die Ult spammen. Ja, das Q ist ja praktisch wie ein Autotick. Ich weiß gar nicht, ob der mir den Bruder geben wollte. Das sah eher nicht so aus, oder? Und hier haben wir ein Nischen. Komplett Konzentration hier, ne? Weiß nicht, ob man es merkt, aber da ist Konzentration geboten. Oh, nehmen wir uns das hier. Du hier mit dem Olaf. Dem alten Windtrader, ha?
Das ist am Targetable werden? Geil, ne? Sieht nach einem weiteren Win für Noe for you, Sir, aus. Haben wir nochmal den Stream richtig rausgerissen hier gegen Ende. Oh. 10, 10, 10 Stats, Leute. Da kann man sagen, was man möchte. Das war auf jeden Fall nochmal eine richtige Carry-Produktion hier zum Ende. Wir honoren auch mal die Senna. Die hat uns über die Lane gecarried. Wir haben vielleicht nicht das Game gecarried, aber die Senna hat uns sehr, sehr geholfen, überhaupt relevant zu sein. Ne?